Kraftwerke erstehen, ohne dabei das Geld für einen Neuwagen auf den Tisch blättern zu müssen, das wünscht sich jeder Kunstliebhaber. Viele von ihnen fiebern darum Jahr für Jahr dem Basart entgegen. Der preiswerte Markt für zeitgenössische Kunst macht auf seiner Europatournee ab Samstag auch wieder Station bei Dussmann. Diesmal mit 1600 Originalen von 32 Künstlern. Basart ist eine Exhibition. Basart ist eine Ausstellung mit einem besonderen Konzept, ein sogenannter Kunstsupermarkt. Sie können Kunstwerke auswählen, in die Hand nehmen und kaufen, wie eine Bratwurst. So einfach wie in einem Supermarkt. Eine gute Möglichkeit, den Menschen die Kunst ein wenig näher zu bringen. Wie bei einem Supermarktprodukt finden sich auf der Rückseite des Kunstwerks die Inhaltsangaben, in diesem Fall Echtheitszertifikate, Angaben zum bisherigen Schaffen des Künstlers. Ein Buchstabe in der oberen Ecke zeigt die Preiskategorie an. Mit 70 bis 180 Euro sind die Bilder nahezu für jedermann erschwinglich. Die Künstler allesamt junge Talente, die mit ihren Bewerbungen die Basart-Experten beeindrucken konnten. Von 500 Bewerbern wurden letztlich die 32 Besten ausgewählt. Niedrige Preise für ein Unikat und Original, das überzeugt die Kunden letztlich mehr als der Name des Künstlers. Also es gibt Leute, die wirklich jede Mittagspause hier verbringen und dann immer wieder gucken und welches nehme ich denn jetzt und auch umtauschen, Freund mitbringen, dann den Bilderservice nutzen, sich das gleich rahmen lassen hier. Also es gibt schon Leute, die auch richtig darauf fiebern. Also ich hatte in den letzten Wochen Anrufe, wann kommt denn jetzt Basart, wann ist der erste Tag? Hüppe selbst ist schon basartsüchtig geworden. Drei Bilder hat sie bereits in ihrer Wohnung hängen. Das vierte scheint sich gerade anzubahnen. Vielleicht wird der eine oder andere Künstler ja später sogar berühmt. Wer also kahle Wände und Freude an Kunst hat, der kann noch bis zum 17. Mai bei Dussmann auf Schatzsuche gehen. Dann zieht der Basart weiter nach Paris. Shoppen kann man aber auch unter www.basart.com.